Frozen Joghurt, Leute. Ich bin euer Rie und das sind meine Homies, der... Ich vergesse seinen Namen immer. Titus. Titus und die olle Dampfnudel, die nie was sagt. Und ja, eigentlich kratzt mein Sack ein bisschen, aber wir gehen heute auf den Flohmarkt. Wir ziehen da so richtig die Salamons ab. Und denen werde ich mal richtig meine Meinung geigen. Und ja, jetzt sind wir im Moment hier noch im Ghetto. Das ist so Ghetto, hier traut sich keiner auf die Straße, also hier ist völlig leer. Und ja, bleibt dran, euer Rie. Oder wie er sagt immer. Leute, herzlich willkommen zu Replays, Resummelt, On Tour, Roadtrip, Styles, mit my man Donkey Kong. Alles klar? Ja, servus. Ja, servus. Wundert euch nicht, ich habe gerade einen Snickers gegessen. Film dich erstmal gescheit, sonst so. Hören sie dich ja nur. So, wundert euch nicht, ich habe jetzt gerade einen Snickers gefressen. Ja, sieht man. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall, wir sind auf dem Weg zum Onkel Titus, denn ich wollte schon lange den Titus besuchen gehen, hab's nie auf die Reihe gekriegt, jetzt ist der Sommer leider um, sonst hätten wir gegrillt heute, aber egal, jetzt mache ich's mal wahr, jetzt nehme ich mir die Zeit und er wohnt auch gar nicht so weit weg, das sind 150 Kilometer knapp, also echt ein Witz. Und den gehen wir besuchen, chillen heute Abend, übernachten bei ihm und gehen morgen früh auf 3 Flohmärkte. Und wenn die nichts bringen, jetzt ruft der Titus an, aber jetzt drücke ich ihn weg. Moment, danke. Wenn die nichts bringen, hat der Titus einen geheimen Laden, zu dem er uns bringt, der irgendwie einen Haufen verpackte Gameboy-Spiele hat für 5 Euro. Keine krassen Kracher mehr dabei scheinbar, aber trotzdem, schau mal hin. Also wir schauen sowieso so oder so hin, scheißegal, schau mal hin. Ja, ein paar Neuzugänge möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich war auf dem Weg zum Charles und habe auf dem Weg eine Dame getroffen, die ich über Kleinanzeigen gefunden habe, die mir... Jetzt klingelt dein Handy. Sidus. Ja, naja. Ey, wir filmen gerade, wir rufen gleich zurück. Kein Problem, ist gleich. Sagt er. Oh, sorry. Titus, gar kein Thema. Also, wie gesagt, und zwar für 15 Euro habe ich Folgendes von ihr bekommen. Einen lilanen Game Boy Color mit Deckel, der aber von alleine nicht mehr hält. Aber ansonsten, Screen ist ein bisschen, ja, ein bisschen zerkratzt, aber jetzt nicht sehr schlimm. Also ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Dann gab es noch Spiele dazu, und zwar Super Mario Land 2. Das wäre schon locker wert gewesen. Ein Redeemer Feel ist, nee, das ist schon nicht mal Redeemer Feel, das ist schon gar kein Feel. Benjamin Blümchen, das war der Scrap Game, was dabei war. Mario Picross. Und Super Mario, der erste Teil. Und das Coole war, das war eine sehr, sehr, sehr nette Frau. Und der hat auch gleich gesagt, weil ich habe gesagt, ich sammle, pipapo, ach, dann frage ich mal meine Nachbarin und so weiter. Aber wenn ich irgendwas höre, dann rufe ich gleich dich an. So, also super geil, vielen Dank. Also für 15 Euro war das auf jeden Fall ein super Deal. Da bin ich super zufrieden. So, dann, ich habe meinen Zettel hier, deswegen achte ich jetzt auch ein bisschen mehr auf die Straße, weil jetzt muss ich auch ablesen. Mit dem Sascha aus Senden habe ich getauscht. Und zwar habe ich von ihm... diese 12 NES-Games gekriegt und ich kann schon im Voraus sagen, er hat von mir nicht so viel Wert gekriegt, aber ihm war das egal. Er hat gemeint, die Spiele, die versauern hier nur und ihm war das, wie der Tausch, wie wir das gemacht haben, war für ihn völlig in Ordnung und dafür ein riesen Dank, Sascha, hammerhart. Ja? Also wie gesagt, diese 12 NES-Games, der Rest war Goodies von ihm, sau cool, vielen Dank.
Von mir hat er bekommen ein paar PS1-Spiele, die habe ich extra aussortiert, weil ich eigentlich nichts gehabt hätte, aber er hat gemeint, er sucht PS1-Spiele. Darunter waren Fighting Force 2, Magic Tetris, Alien die Wiedergeburt, Evil Dead, The Next Tetris, Men in Black, Crash Bandicoot und Frontschweine. Also Crash Bandicoot und Frontschweine jeweils lose, ja, also nur die Discs. Und trotzdem war seins schon um einiges mehr wert. Ja, also die Games habt ihr gesehen, hammerhart. Sascha, vielen, vielen, vielen Dank. Hammergeiler Tausch. Gerne wieder. Ja, sau cool. So, dann habe ich über Kleinanzeigen für 12,50 Euro inklusive Versand Metroid Prime Hunters bekommen. Und da möchte ich dem Retromaniac nochmal danken, denn die Dame, die das verkauft hat, hat es unter der Bedingung, dass man PayPal hat, und ich habe kein PayPal. Das steinigt mich jetzt, ich weiß. Aber ich mache ja eh, ich mache eigentlich nicht so viel Internetkäufe, deswegen habe ich kein PayPal. Hat er das für mich vorgestreckt und ich habe es ihm halt überwiesen wieder. Ja, warum ich gerade Metroid Prime Hunters, beziehungsweise ich bin gerade voll auf Metroid Film, denn ich spiele gerade auf dem Advanced Metroid Fusion. Und ich werde da auch ein Replays machen, weil das ist mein erstes Metroid, richtig hängen geblieben. Das erste, das ich überhaupt wirklich spiele. Und ich bin voll drauf hängen geblieben. Das ist richtig geil. Metroid Fusion, es soll sehr linear sein. Vielleicht ist es auch, warum es mir als so Casual Gamer, sage ich mal, so gut gefällt. Die anderen sind ja alle ein bisschen mehr Open World-ish, sage ich mal. Aber Metroid Fusion, da lacht er, der Chat. Da lacht er. Ja, Metroid Fusion, hammerhart. Kommt dem nächsten Replays. Seid vorbereitet. So, dann hatte ich noch einen Tausch mit dem Florian aus Bremerhaven. Ja. Moin, moin, Leute. Und von ihm, Moment, was, also von mir hat er bekommen für den Game Boy, das war auch so ein Tausch, fand ich sau cool, Earthworm Jim und Wario Land, wie gesagt, für den Game Boy, lose. Und von ihm habe ich die Street Fighter OVP, Street Fighter 2 OVP bekommen, und als Goodie hat er mir noch die World League Basketball OVP reingelegt. Sau cool. Zustand war in Ordnung für mich. Ich habe es ja auf Bildern gesehen. Also da ist ja auch nichts krass abgerissen. Es ist halt ein bisschen älter, ne? Redeemer viel, aber hey, was geht? Sau cool. Also an alle Tauschpartner und so weiter und so fort. Habe ich was vergessen? Nein, alles aufgeschrieben. Vielen, vielen Dank. War eine schöne Woche, schöne Goodies, schöne Tauschgeschäfte, alles cool. Und jetzt fahren wir zum Titus. Und was jetzt noch passieren wird in diesem Video, keine Ahnung. Bleibt dran, Leute. Wir sehen uns. Ja, wie er macht. Soll man Titus die Hand geben später? Ja, so Leute, sind gleich da, hatten eine sehr gute Fahrt. Keine Staus diesmal, gar nichts, aber es war ja auch nicht so weit, wie gesagt. Eine Stunde, eineinhalb Stunden, sowas, 1,20. Aber cool, es hat ja nichts zu heißen. Kann ja immer noch Stau geben. Und der Titus hat uns nur gebeten, irgendwo auf dem Weg, da ich sehe schon den Edeka, ein bisschen Proviant zu besorgen. Und das machen wir jetzt. Und ja. Da sind wir schon. Edeka. Nur das Beste. Bis gleich. Wenn er noch auf hat. Warte mal. Der ist zu. Nein, das ist das dänische Bettenlager. Ja, dänische Bettenlager. Dänische Matratzensport Bettenlager. Matratzensport Bettenlager. Gott, mal meinen Penis sehen. Such, Charles. Such, 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 such. Such. Komm, Donkey, such. Ja, 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 ja. Das ist ein Charles-Einspruch. Ja, ja. Oh, hier, schau mal hier. Haben die Porters?
Nee, ich brauche Kastenbier. Ich brauche Pussybier für mich. Ich brauche Porters. Soll man Titus die Hand geben später? Hi Charles. Servus. Alles klar? Ja, Mann, bei dir. So, natürlich haben wir ein paar kleine Gastgeschenke für den Titus. Das erste hat er vom Charles bekommen. Was haben wir da? Yeah, ein Lambo von Forza Horizon 3. Wow, wo war das dabei? Das war bei der Spiel. Ciao. Beim Spiel? Ja. Als Special Edition oder was? Special Edition, nur eine begrenzte Zeit hast du es vorbestellen können und dann hast du es damit gekriegt. Sehr geil. Ja, sehr geil. Finde ich sogar geil. Echt limited. Ja. Limited. Ja, mein Geschenk ist nicht ganz so cool. Ja, ist halt, da steht halt Sega drauf. Und Crazy Taxi. Und sehr schick. Hast du, Dankeschön. Das? Hast du das? Nein, habe ich noch nicht. Crazy Perfekt. Taxi, das ist geil, das ist ein Hammergeschenk. Jetzt bestellen wir Pizza, oder? Ja. Yeah. Oh. Machen Sie auf! Bleib, Scheiße. Das soll es auch. Aufstehen, Soldat! Ja. Charles, ich geh jetzt duschen. Und dann hauen wir ab, okay? Ja. Fertig. Jo, okay. Leute, einen schönen guten Morgen. Wir fahren jetzt, wie gesagt, auf 3 Flohmärkte. Und erstmal nochmal Dankeschön an den Titus für die Gastfreundschaft. Was ist denn Charles eigentlich? Charles, lächel mal. Dann sieht man dich nicht. Ja, wir fahren auf 3 Flohmärkte und danach zum Titus seinem Secret-Laden. Und der erste Flohmarkt ist wie weit? Ja, gute 40 Kilometer, 30. Gute 40 Kilometer. Man muss sagen, wir sind hier auf dem Land. Also ländlicher geht's nicht, aber wie die meisten Pixel-Fantastic-Jungs und auch der Titus hier, die auf dem Land wohnen, sie leben meinen Traum. Ja? Ich habe gestern Nacht aus dem Fenster geschaut beim Titus und habe nichts gehört. Ja, davon träume ich nachts. Der Titus hat schon vorgewarnt, es sind relativ kleine Flohmärkte. Es ist jetzt auch ein bisschen kälter, die Jahreszeit, wer weiß, was da überhaupt los ist. Aber ich würde sagen, fahren wir einfach hin und schauen uns das an. Richtig? Ja. So Leute, Flohmarkt 1 ist leider ausgefallen, da war ein Volksfest oder irgendwas, aber hier sind wir schon bei Flohmarkt 2 und ja. Also Flohmarkt 2 ist vorbei, war nichts zu holen. Ich würde mal sagen, 95% der Leute haben schon aufgebaut. Wie ihr sehen konntet, da gab es auch noch einen Innenflohmarkt. Das war auch ganz interessant, da wurde ich aber fast rausgeworfen. Als ich am Ende mal da drin gefilmt habe, ist gleich einer gekommen und wollte mich rausschmeißen. Und hat gesagt, die Kamera aus! Ja, jetzt fahren wir auf den letzten Flohmarkt quasi. Und danach fahren wir. Wann macht denn der Laden eigentlich auf? Um 10. Ja. Naja, schauen wir mal, was geht.
viel nochmal verdient zusammen? 40 hast du gesagt, ne? Alles zusammen, ja. 40? Ja. So, Flohmarkt 2. Auch nichts zu holen, außer die zwei SNES Games und das N64 Spiel für 40 Euro. Ja. Wir gehen jetzt, wir schauen, ob noch irgendwas in der Nähe ist, flohmarkttechnisch. Oder gehen was essen. Schlagen auf jeden Fall die Zeit tot bis 10, denn ich werde meinen Frustkauf definitiv im Titus seinem Magic Laden machen. Und er hat mir auch gesagt, der hat auch Vitrinen und Schuber hinten stehen, aber die rückt er nicht raus. Mal schauen, ob ich mit ihm reden kann. No comment. Ja, also ich denke mal, wir gehen jetzt was essen. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Flohmarkt finden. Also, guten Hunger. No. Danke. Josen, Leute, wir sind jetzt doch noch nicht was essen gegangen, sondern auf den Flohmarkt, auf dem wir zuerst waren. Und haben wir doch hier und da ein bisschen was gefunden. Also fangen wir doch gerne an. Ja, ich habe einen Tony Hawk 3 für 3,50 bekommen und einen Commodore-Taschenrechner für 1 Euro. Für 1 Euro? Und die Dinger gehen für 30 Euro auf eBay, das ist schon krass. Und das ist auch geil, Mann, Alter. Das würde ich mir auf jeden Fall auch in den Schrank stellen. Hoffen wir, dass er geht. Ja. Ja, und ich habe die obligatorischen Figuren gefunden. Die drei hier für 1,50 Euro. Ja, sind halt wieder Goodies. Tausch, beziehungsweise Goodie-Ware. Und für 10 Euro den DS hier. Er hat aber gesagt, dass das Display nicht geht. Aber ich weiß nicht mal, ob er angeht, weil er keinen Saft mehr hat und er hat kein Ladekabel da. Kriegt aber der Dr. Jan, für seinen Kleinen, hat gemeint, ich soll ihn für ihn mitnehmen, macht er für seinen Kleinen fit. Denk mal, wenn er geht und der Jan ihn reparieren kann für 10 Euro. Wollen wir nicht meckern. So, jetzt aber zum Abschluss gehen wir mal was essen und dann gehen wir, wie gesagt, in Titus sein Magic geheimen Laden und schauen mal, was da geht. Bis gleich. So, gestärkt. Auf zum Titus seinem geheimen Laden. Geheim. Braucht mich keiner anschreiben. Alien 3, Marvel Madness. Was kosten denn die Gameboy-Spiele? Bitte? Wir nehmen mehrere mit. Mehrere? Stück 1 Euro. Machen wir mal kurz zusammen. Mhm. 27. Wie viel für den? 27. 27. Hälfte, ja. Okay, 27. Dann 15 für den. Jo. So, dann 1 Euro pro Gameboy-Spiel. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Halt, das ist noch ein Color, das sind 2 Euro. Okay. 20, also 22. Jawohl. 22 also, mit dem? Ja, machen wir den noch fertig zuerst. Ja, okay. 20 waren wir. Jawohl. 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Da haben wir noch 30. Moment, da sind noch 2. 32. 32, 36. 2 und 4 nach einer Hauptstadt-Tipp. Ah, okay. 36 sind wir jetzt, stimmt das? Ja, ja. Scoremaster. 17, jetzt machen wir einen 10er, es sind 9, es sind 8. Und den Controller noch. Ah, und die 2 Gameboy-Dinger. Charles, hol mir mal das, was da. Die 3 Dinge, die da noch liegen.
geräumt heute. Ja, und die drei noch. Da machen wir 16. Mhm. Das waren 5, dann machen wir 8. Da sind wir komplett bei. 109 Euro. Machen wir 100 glatt. Super kühl! Jo, sind Leute, back aus dem Secret Titus Laden. Und ich zeige, ihr habt ja schon gesehen, was ich gefunden habe, beziehungsweise was Titus gefunden hat und ich. Und jetzt, ich möchte nur nochmal ins Detail, also euch nochmal, es ging ein bisschen schnell vorhin mit dem Abzählen. Und ich weiß, es werden viele, es werden viele, bei vielen der Neid kommen, aber ganz ehrlich, ich verstehe das. Lasst die Daumen runter da, alles cool, kann ich mit leben, gar kein Thema. Für alle anderen, die es mir gönnen, vielen, vielen Dank. Und ich zeige euch jetzt, was hier geht. Ich zeige euch nur meine Funde, aber der Titus, der ist ausgepowert. Sorry. aber der Titus hat so ziemlich das Gleiche gefunden. Fangen wir an. So, los geht's. Marble Madness, zweimal Darkwing Duck. Ich wollte eigentlich, ihr werdet sehen hier, die Hooks habe ich dreimal. Ich wollte von allen, was doppelt da war, auch nur eins noch mitnehmen. Aber irgendwann habe ich den Überblick verloren. Also drei Hooks, Spider-Man 2, Star Trek Generations, Bill und Ted, Alfred Chicken, Alien 3, Spy vs. Spy, The Sword of Hope, Megalith, Marius Picross, Darkwing Duck, okay, da ist es, okay, gut, dann habe ich doppelt, schön. Splits, Micro Machines, V3, die Addams Family, auch da aus Versehen, drei mitgenommen und Adventure Island 2. Und wie gesagt, er wollte pro Gameboy-Spiel 1 Euro haben und die sind alle komplett. Und das Geile ist, die sind echt, ja, die sind aus einem Laden, der hat das seit Jahrzehnten hinten gebunkert gehabt, hat allmählich alles vor und jetzt wollen das einfach verramschen. Hammer, hammer, hammer hart. So, dann alles für die Hälfte quasi. Den Super Advantage in OVP, der Game Boy Player komplett in OVP, die Game Boy Tasche, Gürteltasche, dann der Multitap für das SNES, ein NES Controller in OVP, die Game Boy Amplifiers, die steckt man unten dran und hat einen fetteren Sound. Und hier die zwei absoluten Highlights, beziehungsweise, na, ihr seht selbst, Firefighter und Trip World. Wahnsinn. Und das ist, die sind alle geleckt. Der ein oder andere Titel hat ein bisschen Sonne abgekriegt, aber zu 95% ist das alles einfach nur mega geiler Zustand. Und ich freue mich gerade ein Ast. Und wie ihr sehen konntet, Fund meines Lebens für einen Huni. Also das werde ich, glaube ich, nie wieder toppen. Einfach nur sprachlos. Hammer, 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 hammerhart. Ja, Leute. Titus, vielen Dank. Ja. Und um zu zeigen, was für ein Ehrenmann der Titus ist, der hatte die beiden Trip Worlds. Also okay, er hat auch noch ein Trip World gefunden. Und er hatte aber beide in der Hand. Und hat einfach mir das andere in die Hand gegeben. Einfach so. Ja. My man. Hammer, 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 hart. Was hast du mitgenommen? Was war das? Yogi Bear für den Game Boy? Gold Rush. Yogi Bear Gold Rush. Der große Bär da hinten. Ja, also, ey, Leute, ich muss jetzt Feierabend machen. Ich muss noch 1,5 Stunden nach Hause fahren, das Video für euch schneiden und einfach wieder runterkommen. Beruhigt ihn nur wieder. Und wie gesagt, haters gonna hate. Ihr könnt gern neidisch sein und haten und die Daumen runter und mir scheiß Kommentare da lassen. Ich verstehe das. Ich verstehe euch. Ich verstehe es einfach. Weil. weil das ist krass. Das ist einfach nur krass. Aber vielleicht gönnt ihr es mir ja doch. Hammerhart. Gönn dir, Alter. Gönn dir von Rehan. Ja? So sieht's aus. Also, Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich und wir sehen uns nächste Woche oder so. Schauen wir mal. Peace. Ciao.
Slender Charles. Ja, Mann. Slender Charles. Slender Charles. Der weiße Haupt.